Ich freue mich ganz herzlich, den uns allen bekannten Gregor Gysi hier ankündigen zu können. Gregor ist immer wieder ein gern gesehener Gast. Ihr kennt ihn alle seit 30 Jahren aus der Politik, aus Bundestagsreden und vielen tollen Interviews. Herzlich willkommen, Gregor Gysi, hier in Köln. Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind hier bei einer Wahlkundgebung. Ich traue mich gar nicht zu sagen, wo ich danach hinfahre. In Köln, nämlich nach Düsseldorf. Aber da gibt es eben auch, ja, ich sagte doch, ich traue es mich kaum. Aber auch da gibt es eine Kundgebung, an der ich teilnehmen soll. Und da muss ich heute noch nach Berlin. Deshalb muss ich um 16.15 Uhr gehen, muss mich also kurz fassen und bitte Sie nur um Verständnis, dass ich danach nicht noch lauter Sachen machen kann. Also, diese Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist das Zeugnis für die Ampel und die CDU, wie sie eigentlich mit dem Krieg, mit der Pandemie, mit der wachsenden sozialen Ungerechtigkeit und der Inflation umgehen und umgegangen sind. Deshalb wird am Sonntag das ganze Land sehr genau hierher in den tiefsten Westen, in das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands schauen. Sie können ein Signal setzen für Frieden, gegen Aufrüstung, dafür, dass nicht die kleinen Leute die Kosten der Krise zahlen, sondern diejenigen, die davon profitieren, deutlich herangezogen werden müssen. Ich komme aber gerade aus Essen und da waren streikende Schwester und medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten. Während der Pandemie haben wir ja festgestellt, wie wichtig bestimmte Berufe sind, nämlich die der Krankenschwestern, der Pflegekräfte, der medizinisch-technischen Assistentin, der Verkäuferin, der Kassiererin, der Logistik, fast alles Frauenberufe. Und warum ist ein Frauenberuf? Weil er schlecht bezahlt wird. Das ist der einzige Grund. Deshalb gehen wir Männer auch nicht hin, das muss man einfach der Wahrheit halber mal sagen. Und deshalb müssen wir alle, auch die Männer, dafür kämpfen, dass die Frauenberufe aufgehoben werden und sie endlich so bezahlt wird, wie es den Wert für die Gesellschaft ausmacht. Und da die Uniklinik hier in Köln sich ebenfalls an dem Streik beteiligt, möchte ich meine herzlichsten Grüße auch an diese Uniklinik übermitteln. Und dann gibt es noch eine Uniklinik in Aachen, die beteiligt sich auch. Und die Leitung der Klinik hat den Azubis verboten, daran teilzunehmen, weil wenn sie daran teilnehmen, bekommen sie Fehlzeiten etc. Nun wird deren Logik sein, dass Azubis ja lernen sollen und damit sie den Beruf gut ausüben können, dürfen sie da nicht fehlen. Und dann werde ich jetzt an den Rektor oder den Präsidenten der Universität schreiben, dass sie auch lernen müssen Solidarität. Sie müssen auch Streiks lernen und er soll sie nicht daran hindern, das zu lernen. Also, das gehört zusammen. Aber nun muss ich kurz zur Außenpolitik kommen, auch wenn ich weiß, dass im Landtag von Nordrhein-Westfalen über Außenpolitik natürlich kaum entschieden wird. Es geht um Putins Krieg in der Ukraine. Die Linke ist ein bisschen durcheinander gerüttelt worden. Aber wir sollten uns nicht durcheinander rütteln lassen. Putin denkt genauso imperialistisch wie andere auch. Das ist das Problem. Und die NATO und die EU haben in Bezug auf die Ukraine und Russland so gut wie alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Aber es gab keinen einzigen Fehler, der den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine rechtfertigt. Und deshalb müssen wir diesen Krieg schärfstens verurteilen. Aber es ist eine Zäsur in den internationalen Beziehungen. Und Deutschland hat jetzt das größte Aufrüstungsprogramm in seiner Geschichte seit 1949 vorzubeschließen. Da geht es einmal um die Ausgaben jährlich für die Bundeswehr und die Rüstung. Im letzten Jahr waren das 47 Milliarden Euro. Ich habe übrigens schon Zeiten erlebt, da waren das 35 Milliarden Euro. Also es ist ständig gestiegen. In diesem Jahr werden es 50 Milliarden Euro sein. Und das genügt nicht, sagen CDU, CSU, FDP, Grüne und SPD. Da sind sie sich völlig einig und sagen, wir müssen mindestens auf 2% des Bruttoinlandsprodukts kommen. Scholz hat sogar gesagt darüber, das sind dann mehr als 75 Milliarden Euro. Also von 50 Milliarden wird um die Hälfte erhöht, das heißt auf mehr als 75 Milliarden Euro. Nun kenne ich folgende Aussage. Es wird immer gesagt,
die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben im Winter keine warme Unterwäsche. Dann wird gesagt, die Panzer rollen nicht, die Flugzeuge fliegen nicht und die Schiffe fahren nicht. Nun habe ich mir das mal angesehen. Frankreich gibt in etwa das gleiche Geld aus wie Deutschland für Armee und Rüstung. Da haben die Soldatinnen und Soldaten im Winter warme Unterwäsche, die Panzer rollen, die Schiffe fahren und die Flugzeuge fliegen. Also liegt es doch nicht an der Menge des Geldes, sondern der Art, wie es ausgegeben wird. Darum sollten sich der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss des Bundestages mal intensiv kümmern. Und zweitens wollen Sie 100 Milliarden Euro ins Grundgesetz schreiben. Jetzt muss ich Ihnen erklären, warum ins Grundgesetz. Das ist natürlich ein Trick. Sie erinnern sich, mit großer Leidenschaft haben SPD und Union mit 2/3 Mehrheit beschlossen, die Schuldenbremse in das Grundgesetz hineinzuschreiben. Wenn Sie jetzt einen Kredit von 100 Milliarden Euro aufnehmen, verletzten Sie das Grundgesetz und hätten keinen Bestand vor dem Bundesverfassungsgericht. Und deshalb haben Sie beschlossen, die 100 Milliarden Euro ins Grundgesetz zu schreiben, weil dann sind Sie ja wieder an das Grundgesetz gebunden und müssen das Ganze machen. Und ich glaube, das ist ein schwerer Irrtum. Ich sehe nicht die Gefahr, dass Russland Deutschland wirklich angreift. Und wenn Russland es täte, hätten wir, weil Deutschland NATO-Mitglied ist, den dritten Weltkrieg. Und der ist so zerstörerisch, dass wir uns so gut wie über nichts Gedanken machen müssen. Aber allerdings auch für Russland absolut zerstörerisch. Und deshalb wird es dazu nicht kommen. Ich glaube im Gegenteil. Wenn der Krieg hoffentlich bald beendet ist, müssen wir den Weg der Deeskalation, der Abrüstung, der Diplomatie, die seit Jahren vernachlässigt wird, und natürlich auch des Interessenausgleichs. Es gibt ja nicht nur die eigenen Interessen, sondern auch immer die Interessen des Gegenüber und selbstverständlich der strikten Wahrung des Völkerrechts gehen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass der Krieg gegen Serbien völkerrechtswidrig war. Das hat der Kanzler Schröder auch nicht bestritten. Er hat mir nur gesagt, du darfst das nicht so juristisch sehen. Jetzt war bei mir eine Putin-Anhängerin, die erklärte mir, ich darf das nicht so juristisch sehen. Wenn wir aber aufhören, es juristisch zu sehen, haben wir kein Völkerrecht mehr. Und das heißt, wir haben nur noch das Recht des stärkeren Staates über den schwächeren Staat. Und genau das dürfen wir nicht dulden. Und der Westen dachte nach dem Kalten Krieg, er braucht das Völkerrecht nicht mehr, er kann sich das leisten. Ich erinnere Sie daran, dass die USA einen Krieg gegen den Irak eröffneten mit einer Kriegslüge, nämlich der Lüge, dass der Massenvernichtungswaffen besäße, die er gar nicht hatte. Auch dieser Krieg war völkerrechtswidrig. Und jetzt kriegen wir die Quittung dafür, indem andere das Völkerrecht auch nicht einhalten. Und deshalb sage ich, alle müssen zurückkehren zur strikten Wahrung des Völkerrechts. Auch wir Linke müssen das ganze Völkerrecht akzeptieren, nicht nur die Teile, die uns gefallen. Und das gilt für alle Parteien. Kein einziger Fehler. Ich habe Sie gar nicht verstanden. Ich höre ja schon schlecht. Ich bin ja schon 74. Das dürfen Sie nicht vergessen. Also, noch einmal die Sanktionen. Ich finde berechtigt die Sanktionen gegen die russische Führung. Auch gegen die Oligarchen, also es freut mich, wenn deren Schiffe so beschlagnahmt werden. Wobei, Sie müssen natürlich wissen, das eigentliche Vermögen sind natürlich nicht die Schiffe. Das eigentliche Vermögen befindet sich natürlich in den Steueroasen, die ja immer erlaubt wurden, wo man jetzt vielleicht doch langsam merkt, dass sie die gesamten internationalen Beziehungen deutlich vergiften. Aber davon mal abgesehen, da bin ich für Sanktionen. Ich bin gegen die Sanktionen für die Bevölkerung. Was steckt für eine Überlegung dahinter? Die Überlegung ist, wenn es der Bevölkerung schlecht geht, stürzen Sie Putin. Das ist aber eine falsche Überlegung. Denn wir haben keine mediale Hoheit in Russland. Nicht Sie dürfen dort berichten, sondern die Medien von Putin berichten dort. Und die werden dafür sorgen, dass eine Stimmung gegen uns entsteht und nicht gegen ihn entsteht. Sowas kann zwar gelegentlich mal schiefgehen, aber im Kern läuft es so ab. Und deshalb halte ich von diesen Sanktionen gar nichts. Die Bevölkerung hat doch nicht den Krieg beschlossen, sondern die Führung. Also sollte man auch nicht die Bevölkerung treffen. Und zweitens gibt es jetzt immer mehr, die auf die Folgen gerade im Süden und in der dritten Welt verweisen. Und zwar zu Recht. Sie dürfen eins nicht vergessen. Ein Drittel des Getreidevorkommens der Menschheit wird in der Ukraine und in Russland abgebaut. Wenn man Putin immer weiter in die Ecke drückt, kann es sein, dass er eines Tages sagt, das Geld ist mir jetzt auch egal,
ich unterbinde den Export von Getreide aus der Ukraine und ich verbiete ihn aus Russland. Dann werden aber Millionen Menschen verhungern. Zum Beispiel in Ägypten kommen über 76% des gesamten Getreides zur Versorgung der Bevölkerung aus der Ukraine und auch Russland. Wissen Sie, immer in der Politik, das mag ja nicht angenehm sein, muss man nicht nur an seine eigenen Instrumente denken, man muss auch immer an die Instrumente des Gegenüber denken und deshalb besonders behutsam umgehen, bevor man größte Schäden anrichtet. Ich wollte Ihnen meinen Standpunkt nur erklären. Das Zweite ist die Waffen. Natürlich hat die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht, aber Deutschland hat eine besondere Geschichte. Ich bin 1948 geboren worden. Ich habe noch erlebt und gesehen die unmittelbaren Folgen des schlimmsten Krieges der Menschheitsgeschichte, des Zweiten Weltkrieges, der eben von Deutschland ausging. Und deshalb sage ich, Deutschland darf nie wieder an Kriegen verdienen. Und weil ich das sage, muss ich hinzufügen, wir sind einer der größten Waffenexporteure der Welt inzwischen. Egal, ob der Krieg in Libyen stattfindet, in Mali, in Syrien, im Irak oder auf dem Jemen, immer verdient auch Deutschland an diesen Kriegen. Und ich bin ein strikter Gegner dieser Gewinne. Und deshalb sage ich, Deutschland soll keine Waffen an die Ukraine liefern. Aber wir können helfen. Andere Länder können sich anders verhalten, denn andere Länder haben eine andere Geschichte. Und Punkt. Ich bin jetzt mit Professor Dr. Gerhard Rabat viele Tage in der Ukraine gewesen. Also von Dienstag bis Samstag, Sonntag waren wir erst zurück. Das war auch interessant. Das BKA hat gesagt, da können sie uns nicht schützen, weil sie ihre Mitarbeiter gefährden, wenn da Raketen kommen. Also wir sollen an einem Tag hin und am selben Tag wieder zurückfahren. So machen das alle anderen Politikerinnen und Politiker. Übrigens auch die aus anderen Ländern machen das so. Aber für Professor Dr. Grabert und mich kam das nicht in Frage. Das ist so eine Husch-Husch-Reise, so eine Stippvisite, wo dann ein Satz vor der Fernsehkamera sagt, das kam für uns nicht in Frage. Wir wollten ja wirklich mit den Menschen, mit ihren Hilfsorganisationen und allem anderen sprechen. Und das haben wir auch gemacht. Daraufhin hat die Bundestagspräsidentin meine Reisebegründung nicht genehmigt, dass sie meine Sicherheit nicht garantieren könne. Ob die so sehr an meiner Sicherheit interessiert, das weiß ich gar nicht, aber das ist mir auch egal. Meine Fraktion hat daraufhin beschlossen, was geht, und dann sind wir eben gereist. Und sehen Sie, da habe ich Interessantes festgestellt. Wir waren in einer Armenküche, wir waren in einer religiösen Gesellschaft, die Flüchtlinge aufgenommen hat. Diese Armenküche versorgt sonst nur die Armen in Lemberg, also in Lviv. Aber sie versorgen jetzt weitere 150 Menschen. Diese basilianische, nicht brasilianische, sondern basilianische Religionsgemeinschaft, die eigentlich nur Priester ausbildet, hat 150 Flüchtlinge aufgenommen. Wir waren dann bei dem Verbund der Köche. Die bilden eigentlich Köche aus und versorgen jetzt in der gesamten Ukraine die Menschen, die keine Energie mehr haben, mit Essen, weil die sonst auf offenem Feuer sich Essen zubereiten müssten. Und die, die sich nicht mehr anstellen können, denen bringen sie das Essen. Und wissen Sie, was das Erstaunliche ist bei einem solchen Angriffskrieg? Keiner fragt nach Zeit, keiner fragt nach Geld und sie sind geduldig und nicht schlecht gelaunt. Das muss man erst mal hinkriegen. Dafür haben sie meinen größten Respekt, muss ich Ihnen sagen. Meinen größten Respekt. Und ich bin mit dem Zug gefahren von Lviv nach Kiew, das ist gar nicht so weit. Unser Zug, für den wir Karten hatten, der kam gar nicht. In einen anderen Zug kam man nicht rein, in den dritten kam man dann doch rein. Also seit 2 Uhr waren wir auf dem Bahnhof, um 15.30 Uhr waren wir in Kiew. Wir, natürlich hatten wir die dritte Klasse und so, nicht wie Herr Merz. So. Aber das war ja auch nicht unser Zug. Ist auch egal, störte weder Grabert noch mich. Das Problem ist, als wir zurückfuhren Richtung polnische Grenze, hatten wir an der Grenze einen Aufenthalt von 2 bis 3 Stunden, weil Polen nicht die Genehmigung zur Einreise gab. Und als dann die Genehmigung kam, dann erfolgte sie auch. Wissen Sie, es hat keiner gemurrt. Was wäre bei uns im Zug los? Ja? Die stünden ja kurz vor einer schweren Aggression.
Die sagen nichts. Sie unterhalten sich mit uns. Sie waren, wie gesagt, nicht schlecht gelaunt und ertragen das alles. Und das sollten wir bewundern. Außerdem haben wir übergeben medizinische Geräte und Medikamente und Spenden im Umfang von 26.000 Euro an die verschiedenen Organisationen und Einrichtungen. Und wir haben gefragt, was sie dringend und wirklich benötigen. Ich halte nämlich nichts von diesen zentralen Spenden, wo du dann irgendwelche Mullbinden hinschickst, die die gerade gar nicht gebrauchen können. Und jetzt können wir für die Dinge sorgen, die sie wirklich benötigen. Und Deutschland könnte doch hier einen Ausgleich schaffen statt Waffen. Darum können sich ja andere Länder kümmern. Wir leisten die humanistische Hilfe und zwar im gleichen Umfang. Aber seit dem Ende des Kalten Krieges haben wir viele heiße Kriege erlebt. Ich sage Stichwort Serbien, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien. Bei Afghanistan war meine Fraktion die einzige, und ich habe die Rede dazu gehalten damals, die gesagt hat, das ist ein völlig falscher Schritt. Man kann einer Bevölkerung nicht eine andere Kultur und eine andere Religion mittels Krieg aufdrücken. Das ist nicht erfunden und es wird nicht funktionieren. Und es hat nicht funktioniert. Und die Taliban sind jetzt noch mächtiger, denn sie haben in ihrer Geschichte Großbritannien besiegt, die Sowjetunion besiegt und jetzt auch noch die NATO besiegt. So. Und wir hatten recht. Aber wir haben natürlich bei der Abstimmung über den Antrag, den Krieg zu beenden, alles versaut, was wir uns aufgebaut haben. Das ist auch typisch die Linke. Einige stimmten mit Ja, viele enthielten sich, einige stimmten mit Nein. Absolutes Chaos, dafür haben uns die Medien zu Recht fertig gemacht. Und das darf uns nicht mehr passieren. Wir müssen jetzt anfangen, aus unseren eigenen Fehlern zu lernen. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass China und Russland natürlich, obwohl die sich ja gar nicht so gut verstehen, dabei sind, ein Zweckbündnis einzugehen. Und dann entsteht ein Machtfaktor, dem der Westen gar nicht gewachsen ist, wenn ich an die ökonomische Stärke Chinas und die militärische Russlands denke und wenn man das Ganze in Kooperation zusammenfügt. Wenn dann noch Indien hinzukommt, dann ist ganz Sense, kann ich nur sagen. Also, Frieden und Sicherheit in Europa ist ohne oder gegen Russland nicht möglich. Aber ich sage nach Putin. Putin hat den Beginn seines Endes eingeleitet. Aber wir dürfen nicht alle Brücken zu Russland abbauen, weil wir dann keine mehr haben. Russland gehört zu Europa. Das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir jetzt entschieden den Krieg verurteilen. Wir haben eine Zeitenwende, aber ich habe Ihnen schon gesagt, das stimmt. Aber die Zeitenwende kann nicht in Hochrüstung bestehen. Wo soll die denn hinführen? Wenn wir so hochrüsten, rüstet auch Russland hoch. Dem ist ja egal, wie es der Bevölkerung geht, etc. China rüstet schon gewaltig, die USA rüsten gewaltig. Mein Gott, die Menschheit kann jetzt schon etwa 1000 Mal zerstört werden. Es reicht doch einmal, dann sind wir doch schon alle weg. Warum denn noch 999 Mal? Ich will immer so eine Logik begreifen, die nicht in meinen Kopf hinein will. Aber wir hatten ja auch Krisen anderer Art. Also ich denke mal an Corona. Und wenn ich mir überlege, wie Bundestag, Bundesregierung, aber auch die Landesregierung, die Landtage reagiert haben, wurde deutlich sehr mäßig. Die Vorbereitung darauf war grottenschlecht. Also es fing schon damit an, dass ja wir immer Personalabbau bei den Gesundheitsämtern hatten. Das Lageso in Berlin war sowas von restlos überfordert, wie ich es auch selten erlebt habe. Aber es waren ja auch so viele Leute entlassen worden, dass es gar nicht mehr ging. Das war dieser ganze neoliberale Kapitalismus, der von Schröder und Blair eingeführt wurde. Das heißt, eingeführt hat ihn schon Kohl, aber noch gezähmt. Und die haben dann aber volle Kante nachgelegt, kann ich nur sagen. Outsourcing. Die ganze prekäre Beschäftigung, die befristeten Verträge, die Leiharbeit, alles eine moderne Form der Sklaverei, was wir jetzt so schnell wie möglich überwinden müssen. Wirklich so schnell wie möglich. Die öffentlichen Investitionen wurden gesenkt. Und die neoliberale Orientierung sagte eben, wir brauchen Privatisierung und Markt. Aber nun haben doch vielleicht alle begriffen, dass ein Krankenhaus sich nicht in erster Linie rechnen muss, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig zu sein hat. Und das ist ein großer Unterschied. Was zähle ich zur öffentlichen Daseinsvorsorge? Bildung, Gesundheit, die Versorgung mit Wasser, die Versorgung mit Energie, Also der ganze öffentliche Nahverkehr gehört, also die Mobilität gehört dazu, natürlich auch die Kommunikation. So, und auch das Wohnen.
Und wenn wir Privateigentum an Wohnungen haben, dann muss die Politik aber für die Höhe der Mieten zuständig sein. Und dieser Bundestag sollte jetzt endlich mal einen Mietendeckel beschließen. Denn Obdachlosigkeit ist für mich die größte Verletzung der Würde eines Menschen. Und Katastrophenschutz gehört auch dazu. Und wir haben in NRW die Katastrophen gemerkt, auch in Rheinland-Pfalz. Die Sirenen funktionierten nicht, keine funktionierende Infrastruktur für Warnung, dass so viele Menschen ums Leben gekommen sind, ist für ein so hochindustriell entwickeltes Land eine einzige Schande, kann ich nur sagen. Eine einzige Schande. Und hier müsste entsprechend investiert werden. Und die soziale Schieflage hat zugenommen. Aber was den Gipfel findet, die Zahl der Millionäre hat während der Pandemie in Deutschland um 7% zugenommen. Das ist doch der Gipfel. Und die Reallöhne sind gesunken. 2,8 Millionen Kinder in Deutschland, das ist jedes fünfte Kind, leben in Armut. Und ich kämpfe hier für etwas seit ewiger Zeit. Und es ist hochinteressant, wenn ich mit CDU-Abgeordneten oder anderer Parteien, AfD rede ich nicht, aber CDU-Abgeordneten, CSU, SPD, FDP, Grüne, sagen die alle, du hast recht. Es hat mir noch nie einer widersprochen. Chancengleichheit aller Kinder beim Zugang zu Kunst, Kultur, Bildung, Ausbildung und übrigens auch Sport. Es gibt ja auch teure Sportarten, zum Beispiel der Reitsport. Also ich will nur sagen, Chancengleichheit beim Zugang haben wir nirgendwo geleistet, sind wir meilenweit entfernt. Wer Kinder nach der 4. oder 6. Klasse trennt, macht nichts anderes als soziale Ausgrenzung. Nichts anderes. 16 verschiedene Schulsysteme. Ich will gar nicht bestreiten, dass das zur Zeit der Postkutschen schon ein gewisser Fortschritt war. Aber mit dem 21. Jahrhundert hat das nun gar nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr zu tun. Es ist völlig absurd. Nun kriegen wir das nicht repariert. Da braucht es eine Zweidrittelmehrheit auch im Bundesrat. Und die Bundesländer werden nie zustimmen, dass sie die Zuständigkeit daran verlieren. Okay. Aber wir haben ja nun schlau, wie Union und SPD sind, ins Grundgesetz aufgenommen, ein Kooperationsverbot bei der Schulbildung. Wenn wir doch wenigstens ein Kooperationsgebot aufnehmen, damit es die notwendigen Abstimmungen gibt. Was können denn Kinder dafür, dass das eine Bundesland reicher, das andere ärmer ist? Das liegt nicht in ihrer Verantwortung und darunter dürfen sie nicht leiden. Und wir müssen endlich kommen zur Steuergerechtigkeit. Also, Vermögensabgabe und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer soll dazu beitragen, einen gerechten Ausgleich zu haben. Und wenn einer von Ihnen Besitzer einer Wohnung ist oder eines Häuschens, muss er sich nicht befürchten. Die Freibeträge sind so, dass sie da überhaupt nicht mit in Anspruch genommen werden. Es geht um die wirklich Reichen, die wirklich Vermögenden, die ich ja gar nicht unangemessen, aber angemessen endlich heranziehen will, damit sie ihren Beitrag zum Allgemeinwohl in Deutschland leisten. Als der Herr Juncker noch Ministerpräsident in Luxemburg war, also bevor er Präsident der Kommission war, habe ich ihn da besucht. Und da hat er mich erstens eine schöne Geschichte erzählt, dass er Frau Merkel empfangen hat. Dann ist er mit ihr die ganze Ehrenparade abmarschiert und hat am Schluss hier gesagt, aber Sie wissen, dass Sie jetzt meine ganze Armee kennen. Das ist natürlich Luxemburg im Unterschied zu Deutschland. Also diese Art Humor hat er. Aber dann hat er mich gefragt, sagen Sie mal, eins verstehe ich nicht. Ich muss ja auch regelmäßig den Banken helfen, damit die nicht in Insolvenz gehen. Und immer wenn ich das mache und Sie kriegen Geld von mir, das ist ja Steuergeld, vereinbare ich mit Ihnen eine Gewinnbeteiligung für 10 Jahre. Und so konnte ich den höchsten Mindestlohn in Europa schaffen und so weiter. Das heißt, sagt er, nach ein paar Jahren habe ich das Geld zurück, das ich Ihnen gegeben habe, und dann habe ich noch einen Verdienst daran. Warum macht das Ihre Regierung nicht? Da sage ich, Herr Juncker, Sie sind ein Konservativer. Bei mir regieren die Konservativen. Ich dachte, Sie können mir das erklären. Wie soll ich Ihnen denn das erklären? Da mussten wir beide lachen, aber in Wirklichkeit ist das wirklich tragisch. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre Kanzler und ich müsste wirklich die Commerzbank retten. Wenn ich es müsste, bei so 20.000 Arbeitsplätzen weg wären, würde ich aber doch eine Gewinnbeteiligung für Sie von 10 Jahren vereinbaren. Es ist doch Ihr Geld. Wenn ich das dahin gebe, muss ich doch dafür sorgen, dass Sie mehr wieder herausbekommen. Das ist doch das Mindeste. Ich verstehe überhaupt gar nicht, was in den Gehirn da abläuft, ehrlich gesagt. Die haben zu viel Respekt vor Banken. Mir fehlt dieser Respekt, um es mal ehrlich zu sagen. Deutschland fehlen 21 Milliarden Euro jährlich durch die Steuerflucht in die
Steueroasen bei den internationalen Konzernen. Und deshalb muss ich Ihnen etwas erzählen, was ich immer gerne sage, der Linken, dann stöhnen immer alle und dem sage ich es dem Mittelstand und die stöhnen genauso. Warum? Der Mittelstand jammert, dass er alles bezahlen muss. Das ist ja wahr. In Deutschland bezahlt alles die Mitte. Die mittleren Einkommen und auch der Mittelstand. Die Solo-Selbstständigen können Deutschland nicht bezahlen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen ihren Anteil durch die Lohnsteuer. Der ist ja nicht unerheblich. Aber das reicht natürlich auch nicht. Und deshalb muss letztlich alles die Mitte bezahlen. Das sind einmal die mittleren Einkommen. Da gibt es diesen berühmten Steuerbauch bei der Einkommensteuer. Und dann natürlich auch der Mittelstand. Übrigens ärgere ich ja gerne die FDP. Und die sagen ja immer, sie sind die Partei der Mitte. Dann sage ich immer, ihr habt doch so viele Jahrzehnte mitregiert. Warum habt ihr den Steuerbauch noch nie abgeschafft bei der Einkommensteuer? Und dann sagen sie mir, weil das zu teuer wäre. Da sage ich, nein, weil ihr keinen Mumm habt und euch an die Bestverdienenden nicht herantraut. So einfach ist es. Sonst könnte man nämlich die Mitte entlasten. Und das sage ich mal zum Mittelstand, also ihr wollt doch, dass die großen Konzerne und Banken endlich angemessen herangezogen werden, damit ihr nicht alles alleine bezahlen müsst. Ja, sag ich, dann braucht ihr das Bündnis mit den Linken, dann machen die. Dann sage ich zu den Linken, ihr wollt doch, dass die großen Konzerne und Banken endlich angemessen ihre Steuern bezahlen und nicht alles die Mitte bezahlt. Ja, sag ich, dann braucht ihr das Bündnis mit dem Mittelstand, machen die auch. Und dann sage ich, entweder wollt ihr beide nur darüber quatschen, es aber nicht erreichen. Wenn ihr es wirklich erreichen wollt, müsst ihr zu diesem Zweck ein Bündnis eingehen. Da muss man auch mal über seinen Schatten springen, finde ich. Es wird höchste Zeit. Es wird höchste Zeit. Uns fehlen in Deutschland 120.000 Erzieherinnen und Erzieher, 120.000 Pflegekräfte. Der Städte- und Gemeindetag hat festgestellt, dass wir einen Investitionsstau von 126 Milliarden Euro haben. Ich sprach von Erzieherinnen, ich sprach von Pflegekräften, alles Frauenberufe. Und ich sage es noch einmal, wir müssen Frauenberufe überwinden. Es wird höchste Zeit. Jetzt haben wir doch festgestellt, wie wichtig diese beruflichen Tätigkeiten für die gesamte Gesellschaft sind. Und Schluss damit. Es wird höchste Zeit und deshalb unterstütze ich auch den Streik der Schwestern und der medizinisch-technischen Assistenten. Es geht so nicht weiter. Und ich mag übrigens auch nicht, dass Pflegekräften vorgeschrieben werden, halbe Minute umdrehen, dann Windel anlegen etc. Nein, man muss auch ein Gespräch mit den Pflegebedürftigen führen. Das gehört dazu. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Meine Zeit schwindet. Das ist bei Ihnen wie im Bundestag. Ich verstehe das nicht, warum bei mir aber die Zeit so schnell zu Ende ist. Da hat der Lammert mal was Unzulässiges gesagt. Da hatte ich 7 Minuten. Und dann gesagt, ich verstehe das gar nicht. Bei anderen kommen mir 7 Minuten immer wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir vergehen die wie im Flug. Und dann sagt er, das stimmt. Das darf er nicht sagen, dass das stimmt. Hat er aber gesagt. Also, ich sage Ihnen nur zur Rente, dass wir 3 Schritte brauchen. Erstens, alle mit Erwerbseinkommen müssen einzahlen, auch Bundestagsabgeordnete, Rechtsanwälte, Beamtinnen und Beamte, alle müssen einzahlen. Zweitens, es darf keine Beitragsbemessungsgrenzen geben. Wer 1 Million verdient, muss seinen Beitrag für 1 Million bezahlen. Und drittens, für die Spitzenverdiener muss der Rentenanstieg abgeflacht werden. Manche denken Höchstrente, aber ich kenne das Bundesverfassungsgericht, kämen wir nie mehr durch, weil sie sagen, höherer Beitrag muss zur höheren Rente führen. Aber da es eine Solidarversicherung ist, erlauben sie, dass man abflacht den Anstieg. Und genau das müssten wir machen. Und dann brauchten wir über Altersarmut gar nicht mehr zu reden. Und die reden immer wieder über die Frage, wann man nur in Rente gehen soll, weil ja Menschen immer älter werden. Das stimmt, dass wir immer älter werden, aber sie vergessen, dass wir nicht arbeitsfähiger sind mit 65 Jahren als vor 20 Jahren. Und dann verwechseln sie immer ihren Beruf mit anderen Berufen. Natürlich kann ich mit 90 noch im Bundestag Reden halten. Sie merken dann, dass ich nur noch Schnee erzähle, aber ich ja nicht. Ich bin ja mit meinen Reden zufrieden und wundere mich nur, was sie mir für blöde E-Mails schreiben. So, und dann muss ich denen immer sagen, aber die anderen Berufe sehen anders aus. Man kann ab einem bestimmten Alter kein Dach mehr decken und keine Operationen mehr durchführen. Und deshalb ist der Weg der Erhöhung des Renteneintrittsalters der falsche Weg. Sie haben ja mitbekommen, dass die Linken, ich will das überhaupt nicht bestreiten, in einer Existenzkrise sind. Und ich weiß, woran wir leiden. Das erste ist, dass wir keine klare Aufgabenbestimmung haben. Das zweite ist, wessen Interessen vertreten wir. Wir vertreten, und das muss viel deutlicher werden, in erster Linie die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und Punkt. Und dann vertreten wir natürlich auch die Interessen der Arbeitslosen.
die Interesse der Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, die Interessen der Flüchtlinge und die Interessen der Obdachlosen. Das gehört alles dazu. Übrigens bei den Flüchtlingen, ich bin sehr dafür, dass wir uns sehr intensiv um die ukrainischen Flüchtlinge kümmern. Aber ich möchte keine Flüchtlinge erster, zweiter und dritter Klasse haben. Alle müssen gleich behandelt werden. So, aber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dann haben wir ein entsetzliches Denunziationsklima. Es gibt einen einzigen Punkt, für den ich die Grünen bewundere, einen einzigen. Die streiten sich genauso viel wie wir, aber du liest fast nichts davon in der Zeitung. Bei uns steht der Streit schon in der Zeitung, bevor er stattgefunden hat. Das ist nur auch geradezu einzigartig. Und deshalb sage ich, ja, ich hoffe, dass wir einen Parteitag kriegen mit einem Neuanfang. Aber warum bitte ich Sie, uns zu wehren? Gerade in dieser Zeit. Wissen Sie, viele Mitglieder gehen, wenn eine Partei in der Krise ist. So bin ich nicht. Wenn es ihr zu gut geht vielleicht, aber nicht, wenn sie in der Krise ist. Jetzt darf man sie nicht verlassen. Jetzt müssen wir um einen Neuanfang kümmern. Und dafür brauchen wir auch Stimmen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist eben das bevölkerungsreichste Bundesland. Und wir müssen endlich stehen für eine wirkliche, reale Friedenspolitik. Wir müssen stehen für Humanismus. Wir müssen stehen für soziale Gerechtigkeit und gute Arbeit. Es geht nicht nur um die Einkommens- und Vermögensunterschiede, sondern wir müssen auch wissen, was wird hergestellt, wie wird es hergestellt, wie sieht die Mitbestimmung der Beschäftigten aus. Und wir müssen ganz entschieden für die ökologische Nachhaltigkeit eintreten, aber in sozialer Verantwortung. Das ist das Entscheidende. Wir können doch nicht ein Braunkohlerevier schließen und den Braunkohlekumpeln sagen, du kriegst ja anderthalb Jahre Arbeitslosengeld und danach Hartz IV. Na, dann habe ich vielleicht Freunde der ökologischen Nachhaltigkeit gewonnen. Nein, die müssen eine Beschäftigung bekommen, die gleich bezahlt ist. Wir müssen Qualifizierungsmaßnahmen und vieles andere anbieten. Und soweit es die Privatwirtschaft nicht schafft, müssen wir eben einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor installieren, um die Menschen mitzunehmen in die ökologische Nachhaltigkeit. Und ich finde Friday for Future gut, weil die jungen Leute bei uns Alten an die Tür klopfen und sagen, macht keine Politik für euch, sondern für uns. Und das heißt für die Zukunft. Denn ich halte ja die Klimaschäden bis zu meinem Tode noch aus. Aber eben nicht die heute 14, 16, 17-Jährigen. Das ist wahr. Und deshalb müssen wir eine andere Politik diesbezüglich machen. Ich bitte Sie um Ihre Stimme. Und ich möchte, soweit es hier Mitglieder anwesend sind, sage ich den Mitgliedern, Leidenschaft entwickeln, Kampfgeist entwickeln, gerade in der Krise nicht aufgeben, genau das Gegenteil machen. Und die anderen bitte ich, verbreiten Sie das. Gerade jetzt braucht die Linke die Stimme, sonst haben wir keine wirkliche Stimme gegen Aufrüstung, für soziale Gerechtigkeit, für ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung und für den Weltfrieden in dem Bundestag und in dem Land da von Nordrhein-Westfalen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Wir machen jetzt einen zweiten Versuch mit den Kandidierenden und einem Gruppenfoto. Dass ich ja viel durch Deutschland gefahren werde. Und mein Handy ist ständig unterbrochen, kein Netz, ne? Und so weiter. Und ich habe jetzt einen Mann aus Uganda getroffen, der war 2 Jahre in Uganda, dem afrikanischen Staat, und der hat mir gesagt, mein Handy war dort nie unterbrochen. Weder in der Höhle, noch hinterm Berg, noch auf dem Berg, noch unterm Berg. Und deshalb habe ich der Bundesregierung vorgeschlagen, Entwicklungshilfe in Uganda zu beantragen. Es wird höchste Zeit. Dankeschön.